der erste Eingang sei zum Beispiel gegen einen geraden V-Stoß. Die Arme sind in neutraler Position oder in mittlerer Deckung vor dem Körper, nicht ganz eng. Was immerhin besser ist als gar nichts. Die Position ist auch gut, es sei denn, man verschränkt die Arme komplett. Die Hände sollten sich frei bewegen lassen, so rum oder so rum. Das ist auch immer eine sehr beliebte Ausgangsposition, ja. So der Denker, bin gerade am Nachdenken und zack, bin ich in meiner Verteidigungsposition. No please, no please ist natürlich jetzt auch eine Position, die ganz offensichtlich auch deeskalierend wirken soll. Ja, also deeskalierender, als wenn ich sage, komm her! Ja, wenn ich sage, no please, no please, dann sieht das schon ein bisschen anders aus nach außen. Das kann völlig unverfänglich sein. Das kann schon fast wieder ein bisschen provokativ sein, meiner Meinung nach. Ne? So, was willst du mir erzählen? Hände in den Hosentaschen ist ganz schlecht. Ah, Hände hinterm Kopf verschränkt. Kann man machen, aber man sollte die Finger nicht ineinander verschränken, sondern die Hände einfach locker übereinander legen. Weil so bin ich dann auch ganz schnell in meiner Schutzposition, ohne dass ich mir die Finger verknickse. Okay. Zurück zum Thema. Links macht ein Handflächenblock aus meiner Position nach innen. Also kommt ein gerader Angriff. Ich mache einen Handflächenblock mit der linken Hand. Jetzt gehe ich gleichzeitig mit der rechten Hand nach vorne und mache einen vertikalen V-Stoß. So, das heißt, 1, 2, parieren, Handflächenblock mit links, gerader V-Stoß mit rechts, 3, 4, 5, ich meide ein bisschen auf die Außenseite, 6, 7, 8, versucht mal, dass keine Ausholbewegung in den V-Stoß reinkommt, sondern direkt die Faust nach vorne geht, 8, 9, und 10. Andere Seite. Rechts macht den Handflächenblock und links den geraden V-Stoß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, wir machen es jetzt immer rechts und links im Wechsel. Das heißt, 1 wäre hier, 2 wäre hier, 3 wieder hier, 4 wieder hier. Okay. Wir können die Füße jetzt mal außer Acht lassen. Ihr könnt euch auch hinsetzen dabei, ja. Wenn man mal, keine Ahnung, beim Netflix gucken auf der Couch angegriffen wird oder so. Linke Hand macht den Block, rechts den V-Stoß. Okay, 1, andere Seite, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal, Ensch, Li, Zang, Chi, Go, Ok, Sitch, Hatch, Q. Ju. Okay, einmal auslockern. So, Eingang Nummer 1 wäre jetzt gegen den geraden V-Stoß oder einen geradlinigen Angriff, kann auch Griff ins Revers sein. Griffansatz Harris von vorne. Oder. Der nächste Eingang ist jetzt gegen einen Angriffsschlag von außen, zum Beispiel Handkantenschlag von außen. Und wieder aus meiner neutraler Stand, mittleren Deckung, gehe ich jetzt im Grunde mit dem Ellenbogen rechts nach vorne. Und was ich jetzt machen werde, ich werde die Hand auf die Stirn legen, ihr könnt aber auch die Faust schließen. Hopp. Und den Ellenbogen neben dem Kopf nach oben führen. Ich bevorzuge im Moment diese Position. Ja, Hand liegt auf dem Kopf. Die zweite Hand
nimmt quasi den Angriff an. Das heißt, ich nehme den Angriff an, bewege mich nach vorne, dient als Schutzhand und die andere Hand geht nach vorne. Boom. Natürlich kann das auch so aussehen, dass ich mit links die Hand auf den Kopf lege, mich hier schütze, ein stabiles Dreieck bilde und mit rechts den Aufwärts-Ellenbogen als offensive Technik mache. Ja, das heißt, hier parieren, annehmen und Ellenbogen aufwärts. Ich kann es etwas offener machen. Annehmen, Ellenbogen aufwärts. Annehmen, Ellenbogen aufwärts. Oder in der geschlossenen Version, ja, so Crazy Monkey Fighting Style, hier hin. Wenn ihr euch keine Sorgen um eure Frisur macht, dann könnt ihr auch diese Variante machen. Okay, wir fangen an mit dem rechten Ellenbogen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9 und 10. Andere Seite. Linker Ellenbogen geht aufwärts. Rechts nimmt an nach außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, wir machen jetzt rechts und links im Wechsel. Ich zeige es noch einmal vor. Das heißt, ich gehe rechts vor. 1, dann links vor. 2, dann wieder rechts vor. 3 und links vor. Der Ellenbogen kommt auf der Mittellinie nach oben und das Kinn. Und die andere Hand nimmt den Angriff an. Also es kann so eine Watsche, Schwinger oder Handkantenschlag von außen sein. Sucht es euch aus. Rechts beginnt. Itch. Ni. San. Shi. Gu. Ruk. Sitch. Hatch. Kyu. Chu. Noch einmal. Itch. Ni. San, Shi, Go, Ok, Sitch, Hatch, Kyu, Chu. Okay, und locker. So, einen Eingang haben wir noch. Und zwar gehen wir jetzt auf die Low Line. Es kommt ein Low Kick, Halbkreis, Schienbeintritt. Zum Oberschenkel, kann auch bis zur Körpermitte gehen. Und ich mache einen kleinen Schritt raus aus der Angriffslinie und stelle mein Knie dem Angriff entgegen. Das ist meine erste Bewegung. Also, Step, Knie, Lift. Step, Knie, Lift. Step, Knie, Lift. So, da der Angreifer sich im Grunde frontal von der Kamera her auf mich zubewegt jetzt in dem Szenario, und sein Tritt jetzt hier ankommt, lasse ich das nicht ungenutzt und während ich seinen Tritt blocke, stoppe ich mit der gegenüberliegenden oder ja doch diagonal gelegenen Hand seine Vorwärtsbewegung. Wenn er seine Deckung da hat, gehe ich auf die Deckung. Wenn er die Deckung nicht da hat, gehe ich zur Brust oder ins Gesicht. Okay, also Step, Knie hoch und stoppen. Step, Knie hoch und stoppen. Step, Knie hoch und stoppen. So, und das gleiche nochmal zur anderen Seite. Also, Step, Knie hoch und stoppen. Ja, manchmal haben wir auch die linke Seite im Spiel. Step, Knie hoch und stoppen. Damit ich Reichweite bekomme mit meiner linken Hand jetzt, dreht mein Körper komplett ein. Das heißt, ich drehe, sodass das Knie fast 90 Grad ist und ich hier mit der Schulter weit nach vorne komme. Step, Knie hoch und stoppen. Step, Knie hoch und stoppen. Stop. Okay. Stop. Was macht die andere Hand?
Deckung halten. Deckung halten. Deckung halten. Okay. So, packen wir noch was hinten dran. Ich packe meine Koffer, nehme einen Step, Knie hoch und stoppen. Setz ab, folge mit Low Kick. Und zwar mit demselben Bein, das jetzt den Block gemacht hat. Step, Knie hoch und stoppen, Low Kick links. Okay, ich zähle mal durch. Eins. Eins, zwei, Kick. Zwei. Ich setze mein linkes Bein ab, setze rechts nochmal um und folge mit dem Low Kick links. Drei. Step. Umsetzen, Low Kick. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. So, andere Seite. Eins. Step und Low Kick. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Okay.